Herr Erzbischof, warum haben Sie sich gerade für das Thema Millenniumsziele entschieden, heute auf der Jahrestagung Weltkirche und Mission? Ja, das liegt eigentlich sehr nah, denn die Millenniumsziele laufen im nächsten Jahr aus. 2015 sollten sie eigentlich verwirklicht sein. Und wir sehen, dass wir sie neu formulieren müssen. Vor allen Dingen aber müssen wir sehen, dass sie auf der Agenda bleiben. Den Hunger besiegen, die Bildung fördern, Krankheiten überwinden, AIDS, HIV, Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit. Wir müssen die Frage der Ökologie, also Klimaschutz, Bewahrung der Schöpfung voranbringen. All das bleibt wichtig und wir müssen es wieder neu auf die Agenda setzen, neu formuliert, damit wir 2015 mit neuen Formulierungen an der gleichen Sache bleiben. Und welche Rolle spielt die Kirche in der internationalen Debatte um die Post-2015-Agenda? Wir spielen eine große Rolle, vor allen Dingen als Akteure, denn wir tragen viel dazu bei, dass der Hunger überwunden wird. Wir tragen viel dazu bei, dass es Bildung in den Entwicklungsländern gibt. Im Gesundheitswesen sind wir sehr nah bei den Menschen dran. Aber wir werden auch gehört in der internationalen Politik auf UNO-Ebene, aber auch die Länder formulieren ja für ihre Bereiche die Millenniumsziele neu. Da sind wir auch mit der Bundesregierung im Gespräch, das heißt mit dem Entwicklungsministerium. Wir sind dabei, wir sind dran, wir sind Akteure und auch mit Überleger und Mitentscheider. Und welchen Beitrag kann die Jahrestagung Weltkirche Mission konkret dazu leisten? Alle Verantwortungsträger brauchen den Rückenwind der Basis. Und wenn die Basis diese Ziele, die Millenniumsziele, das heißt Entwicklung, eine bessere, gerechtere Welt wirklich will, dann wird sie auch die Politiker, alle Verantwortungsträger einmal forcieren, wird ihnen auch Wind machen und wird helfen, dass die Millenniumsziele verwirklicht werden. Und wir wollen diese Ziele neu besprechen. Und das sind ja alles weltkirchliche Akteure, die hier zusammen sind. Die sollen das in die Gemeinden, in die Ordensgemeinschaften, wo immer sie sind, hintragen, damit das ein gemeinsames Werk wird, Millenniumsziele weiterführen über 2015 hinaus. Vielen Dank. Bitte schön.